4 Electronic Circuits, jetzt brauche ich noch eine LE-Batterie. Mann! Ey, was soll denn das? Jetzt ist mein Maserator kaputt gegangen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu Megaprojekt Folge 52 auf meinem Kanal zusammen mit... Ja, was kommt da, was kommt da? Wer ist da? Es ist... Dena, nein. Dena, ja. Nein, es ist Gomme. Hi, Gomme. Na, wir haben ja noch nie ein Megaprojekt aufgenommen. Ich meine, du bist bei Folge 52 und hast noch nie miteinander... Wir haben beide haben noch nie wir miteinander haben, wir haben beide noch nie miteinander aufgenommen. Das ist relativ heftig. Mann. Ich habe auch noch nicht mit hier Dena aufgenommen, obwohl er ja mein Nachbar ist. Ach, Alter. Nachdem ja jetzt meine komplette Phase jetzt hier auch, das ist jetzt, was ich jetzt gerade aufnehme, ist ja direkt nach der Rettungsaktion, in Anführungszeichen Rettungsaktion von Simon. Ja, deswegen habe ich hier ein Wand of Fire und Wand of Excavation, also ein Abbauzauberstab und ein Feuerzauberstab. Und Simon hat mir auch Longfall Boots, oh, ich habe den Ton erstmal viel zu laut hier, hat mir auch Longfall Boots und ein Electric Jetpack wiedergegeben. Allerdings fehlen mir immer noch Diamanten von ihm. Und deswegen werde ich dann nochmal mit Simon aufnehmen, dass er mir dann die Diamanten auch zurückgibt, weil das sind auch eine Menge Level, die da einfach bei draufgegangen sind. Das regt mich auch auf. Fall. Das kann man nicht einfach so hinnehmen, ne? Ja. Da musst du da richtig hart durchgreifen. Ja. Und ich habe mal eine Frage an dich. Hast du etwas Rubber für mich übrig? Ich brauche nur 2 oder 3. Ich habe eine Menge Rubber. Ich würde das tauschen. Also 2 bräuchte ich nur, 2 Stück. Ich würde es tauschen. Ja, was tauschst du gegen 2 Rubber? Hm, was willst du denn? Ja, keine Ahnung. Was will ich denn? Ja, eben. Komm, 2 Rubber. Mein Macerator nicht. Ich brauche wirklich nur 2 Rubber, komm schon. Aber stopp, mein Baum ist eh gewachsen, insofern vergiss es. Deine Geschäfte, nein, Spaß, aber wenn du ein gutes Angebot hast, dann sag an. Ja, was könntest du mir denn geben? Kohle? Ach, keine Ahnung, ja, kann ich dir ein bisschen von geben. Ja gut, ich gebe dir 10 Rubber, wie viel Kohle kriege ich dafür? Einen halben Stack. Okay, ich gebe dir 20, du gibst mir 1 Stack, weil ich brauche echt eine Menge Kohle. Nein, nee, ich brauche auch noch Kohle. Also einen halben Stack kann ich rausgeben. Ich gebe dir 3, du gibst mir 3/4 Stack. Wie meinst du das? Gib mir 3 Rubber. Nee. Hier, ich stehe hinter dir. Ach so. Warte. Hi. Okay, Handel vor der Tür. Pass auf, ich brauche, wie viel Rubber gibst du mir? 1. Hä? Wieso kann ich nur einen wegschmeißen? Okay, das war schon mal das Geschenk. Okay, die Ware ist gut. Oh, lol. Auf einmal schmeißt du ganz viel weg. Jetzt habe ich dir 5 gegeben. 7. Nee, 7 habe ich. Gib mir jetzt einen Stack Kohle, Basta. Nein. Ja, komm mal. Ja, gib mir. Das reicht wirklich völlig. Ich brauche auch noch Kohle. Tut mir leid, ich habe nicht viel Kohle. Ja, aber dann gib mir 3 Rubber zurück. Oder 4. Okay. Hä, warum so viel? Weil ich dir 7 gegeben habe. Hier, hast du 7 wieder zurück. Kann ich nicht 5 bekommen? Ich meine, komm schon, Rubber. Spack mal 5 Stück ist schon wirklich... Nett von dir. Okay. Cool, danke schön. Was ist denn das eigentlich in der Stadt? Ist das das Rathaus? Was denn? Da vorne ist das Gefängnis. Das Schwarze da. Ach, das ist das Gefängnis? Ja, da wirst du auch noch irgendwann reinkommen. Wegen deinem Handel und deinen schmutzigen Geschäften hier. Ach, das ist mich gerade gut abgezogen. Ja. Ja, mit Ceronic mache ich auch mal böse Geschäfte. Ey, wollen wir übrigens pennen gehen erstmal? Wollen wir pennen gehen? Ach, ich weiß ja wohl nicht. Hm, können wir gerne machen. Simon schuld mir auch noch einen Solarhelm. Ey, das regt mich schon wieder so auf, dass meine ganzen Sachen einfach weg sind. Mir hat er einen geschenkt. Gut. Okay, sag bereit, wenn du schlafen bist. Hä, wieso hat er dir einen geschenkt? Einfach so, war ja ein Überhang. Alter! Aber ist schon länger her, ehrlich. Nicht jetzt vor kurzem, einfach jetzt vor ein paar Wochen. So bist du im Bett? Simon. Ja. Okay, dann lege ich mich auch mal ganz schnell schlafen. Ach ja, schöner Ausblick, herrlich. Gute Nacht. Guten Nacht, habe ich geschrieben. Guten Nacht, genau. Brauche noch Diaschwert. Spitzhacke, Solarhelm, deine Einkaufsliste. Ironhose. Sowas wollte ich gerade noch mal machen. Stacks. Du bringst mich voll aus dem Konzept hier gerade. Rubin, genau, Spitzhacke, Eisen, Schwert. So, das soll der mir bitte alles noch geben. So. So. Das ist erstmal so. Und was mein Plan kann ich jetzt auch nie umsetzen hier, den ich eigentlich vollziehen wollte, und zwar in Nether gehen und Glowstone. Das Glowstones ist doch wirklich unglaublich. Das ist echt total ranzig. So, ja, aber ich gehe den dann kommt Chrome, weil da habe ich ein Bild, wie mein Haus aussehen soll. Also ich habe das vorgebaut im Singleplayer und dann habe ich ein Foto gemacht, das habe ich mir in Google Chrome reingepackt mit Push und jetzt gucke ich mir das mal an bei den Aufnahmen. Okay. Wie denn mein Haus aussehen soll später. Da, Haus.
Okay, ich brauche auf jeden Fall aus dem Netherrack? Nee. Kann ich aus Netherrack irgendwie Netherziegel machen? Ich glaube schon, ja. Ja, das dürfte klappen. Aus Netherrack. Ich brauche auch Netherfence. Scheiße. Wie, kann ich nicht aus Netherrack, meine ich jetzt? Ich glaube, das klappt. Warte mal, ich kann das mal eben testen. Ich habe hier etwas. Ich probiere es mal eben schnell aus. Oder habe ich das doch nicht? Doch, habe ich hier. Moment. Das dürfte ja eigentlich stinknormal so klappen. Nee. In Kompressor, ja, muss ich das packen. In Kompressor. Ah, okay. Ja, gut. Kompressor. Dann wohl hab ich, so, okay. Ich, ich glaube, ich habe einen. Ich bin hier gerade am Maschinen umbauen. Ja, ich muss alles umbauen bei mir gerade. Aber ich verstehe das nicht. Guck mal, ich habe einen MFE. Ich kenne mich da, ja. Ich kenne mich, ja. Ja, ich sag einfach MFE. Mal an. Ich kann mir was mal anhören, ja. Dann packe ich da Eisenerz rein oder in den Rotary Maze Rater halt, aber irgendwie geht der nicht an. Warum packst du da Eisen rein? Eisenerz. Hä? Wird das zu Eisenstaub? Warte, ich komm mal eben rüber. Dann kann ich das in Furnace packen und dann... Und hat dein Maze Rater überhaupt Energie? Nee, hat er nicht, deswegen, das verstehe ich ja nicht. Ich schau mal eben vorbei, warte. Aber MFE ist voll aufgeladen mit 600.000 EU. Hast du dazwischen noch so einen Level-Transformer? Oh, ja, stimmt. Den brauche ich. Noch nicht angeschlossen. Alter, bei mir ist das hochgegangen. Da war mein MFE weg. Als ob. Ja. Hast du eine Electric Wrench zufällig? Weißt du, ich schließe da gerade so meine Gerätschaften an und einfach BAM! Fliegt mir alles um die Ohren und mein MFE war weg. Und der Macerator auch. Und das ist mir ja, bei Macerator normal passiert. Aber ich habe einen Rotary, eigentlich kommt der damit klar. Ich mache das auch über Glasfaserleitung. Ich kann hier auch gar keine Struktur erkennen. Kannst du mir, hast du eine Rotary Wrench, eine Dings Wrench? Hier. Aber ja, das ist ja auch eine Game Wrench. Ich weiß, ich brauche eine vernünftige, wo die Chance besser ist. Tja, damit kann ich nicht dienen. Ja, okay, aber ich habe es erst geklappt. Ich flieg mal wieder rüber. Ich bin nämlich auch gerade im gleichen Gebiet eigentlich. Ich bin gerade dabei, meinen schönen MFSU anzuschließen. Der kann 10 Millionen Energie speichern. 10 Millionen, Mann. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, wofür ich das alles brauchen werde, wenn ich das voll habe. Ich brauche auf jeden Fall eine Electric Wrench. Aber dafür brauche ich eine RE-Batterie, Electronic Circuit. Und auch Diamanten, meine ich, oder? Braucht man auch dafür? Nee, braucht man nicht. Nicht? Okay. Komm, halt überhaupt keinen Plan. Ja, ich kenne nicht alle Rezepte auswendig. Nee, kenne ich auch nicht. Also da sind wir auf jeden Fall relativ gleich. Und ich habe schon wieder... Copper Cable, Redstone. Oh, das ist doch so like Gomme. Ja, aber egal. Ich habe ja zum Glück noch hier zwei Goldkabel. Oh, ein Glück, Mann. Ich habe gerade schon wieder genau das Falsche gemacht. Ich habe mit einer Spitzhacke hier gerade ein Gerät abgebaut. Jetzt ist das Gerät wieder kaputt gegangen. Ich mache so viele Geräte kaputt. Das glaubst du gar nicht. Ja, das ist mir auch schon bei mir aufgefallen. So, warte, das ist so unnormal. Richtig blöd von mir. Hä? Bin ich? Ach so, war das. So, ich habe jetzt 4. Gomme? Ja, ich bin auch da. Ach so, gut, weil ich dachte gerade, die ganzen Items sind hier nicht rausgekommen und Gomme redet nicht. Ja, ich bin gerade wirklich hier. 4 Electronic Circuits, jetzt brauche ich noch eine RE-Batterie. Mann! Ey! Was soll denn das? Jetzt ist mein Maserator kaputt gegangen. Das ist doch immer das Gleiche. Rotary Maze Rater? Ich wollte den abbauen. Womit baut man einen Maze Rater ab? Wrench. Hab ich gemacht. Geht. Jetzt habe ich einen Maschinenblock. Mann. Ja, das ist mir aber auch schon voll oft passiert. Das ist doch richtig kacke, Mann. Und die Chance ist irgendwie bei 10%. Und es geht immer noch bei mir kaputt. Ey, hast du irgendwie einen Maze Rater übrig? Nee, ne? Ich mache mir gerade eine Electronic Wrench. Damit ist die Chance 100%, dass du immer was Richtiges rauskriegst. Ja, freu dich, ein Keks. Darf ich mir die mal ausleihen? Ach, die Wrench muss komplett fertig sein damit. Also die muss neu sein, die Wrench. Habe ich nicht hier noch irgendwo eine neue Wrench? Oh, hörst du gerade das Motorrad, was hier herfährt? Nee, höre ich nicht. Oh, bei mir in der Aufnahme sieht man es, glaube ich. Hier kommt der MFSU ran. Dann muss hier der MV-Transformer ran. Okay, dann muss der hier nochmal abgebaut werden. Ich wette den jetzt auch nochmal kaputt machen. Ich wette Bronze. Es mit. Ich brauche einfach eine Bronze. Nee. Zack, oh, endlich, ey. Hat einmal geklappt. So, okay. Das jetzt nicht funktioniert, ne? Wo ist mein MFSU? Ja, ich habe eine Electric Wrench. Wo ist mein MFSU? Alter, wenn dein MFSU weg ist. Oh, ich habe ihn noch. Ja, ich habe eine Electric Wrench, ja. Wie muss ja, ich den kann alles vernünftig abbauen. Ja, ist das geil. So. Ist das geil.
Ehrlich, hast du schon? Hammer. Ja, ich habe eine Electric Wrench. Cool. Aber darf ich mir die vielleicht mal ausleihen, wenn ich mal unbedingt eine brauche? Kann ich dir geben. Cool, nett von dir. Aber dafür möchte ich dann natürlich auch etwas zurückbekommen. Na klar. Wer anderen hilft, der bekommt auch selber Hilfe. So, hier möchte ich den... Voll der kluge Spruch. MV-Transformer, Level-Transformer. MV-Transformer, welchen nehme ich denn jetzt? Sag mal, links oder rechts? Links! Okay, das war, glaube ich, der richtige. MV-Transformer, ja genau. Dann muss ich hier wieder... Das geht jetzt hier alles in die Luft. Ja. Oh, aua! Alter, ich habe einen Stromschock irgendwie bekommen. Von meinem MFSU. Und guckt euch das an. Hier, 10 Millionen Energie kann ich in diesem schönen MFSU speichern. Ein Traum. Und es geht richtig schön steil hier. Herrlich, okay. Okay, aber wenn ich den MFE doch jetzt abbaue, dann ist die komplette Energie doch weg, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann muss ich das auf der Höhe lassen. So, jetzt aber. So, Kompressor. Fuck. Ja, okay, das kommt ja nachher eh alles in mein Haus, deswegen baue ich das jetzt erstmal auf die Höhe. Ich brauche das ja ganz jetzt erstmal. Ich gehe erstmal mir ganz kurz Nase putzen, muss jetzt ganz kurz meine Zuschauer auch unterhalten. Ja klar, ich bin hier gerade schön... So Leute, ihr könnt mir die Daumen drücken, ob das hier klappen wird oder nicht. Denn ich bin hier gerade, na gut, ach stimmt ja, ich habe den Macerator geschrottet. Und den Pulverizer, den kann ich nicht verwenden. Denn, ihr dürft dreimal raten, Pulverizer kommt aus welchem Modpack? Nicht aus Industrial Craft und damit... Wenn ich mich jetzt völlig nicht täusche, kann ich das hier nicht mit meinem MFSU... So, back in the building. Blub. Jo, guten Tag. So, also, ja. Da bin ich jetzt am MFE. Macerator. Wie baut man den schönen denn nochmal? Ich habe einen Rotary Macerator, der ist besser. Der ist aber arschteuer, glaube ich, oder? Geht. Macerator braucht man und, ach, den Advanced Machine Block. Ah, das geht ja wirklich noch. Das Teil baue ich mir mal ganz schnell. Aber ich habe nicht genug Copper-Cable, ey. Extractor, genau das Teil möchte ich mir auch mal bauen. Und, wie teuer ist der? Das ist doch ranzig. Jetzt, wie soll ich... Mann, Simon ist einfach so ein Spasti. Meine ganzen Items sind weg. Mein komplettes Essen, alles einfach. Mann, oh. Okay. Ich habe nicht mal meine Spitzhacke. Oh, komm, eine Runde Mitleid für Concraft. Jetzt alle vom Bildschirm. Oh. Ich möchte nicht wissen, wie viele da gerade mitgemacht haben. Nee, gut, aber... andere Frage. Ich glaube, das würde dich auch aufregen, Domme. Ja, auf jeden Fall, Mann. Aber ich fand das so lustig, ne, wie du da gestorben bist. Das war so geil. Na gut. So, warte, ein MFE. Kommen jetzt erstmal noch Copper Cable dran. Und an die Copper Cable kommen jetzt Sachen wie, ich weiß nicht, Induction Furnace und so. Ich glaube, die brauchen einen LV-Transformer, oder? Also ich weiß auf jeden Fall, dass meinetwegen, wenn man von einem MFSU auf einem Macerator meinetwegen Energie übertragen möchte, braucht man einen, oh Gott, was, welcher war das? Das war der MV-Transformer. Und von einem MFE wie bei dir brauchst du einen Level-Transformer. Also ein LV Low Voltage. Nee, du brauchst einfach nur ein, genau, LV und dann Transformer dahinter. LV-Transformer. Ja, ist ja Low Voltage dann. Der macht Mittel, Medium Voltage zu Low Voltage. Ich brauche auf jeden Fall erstmal noch mehr Copper Cable. So, ich baue das jetzt erstmal ganz kurz. Oh, mein Jetpack ist alle. Ach nee, doch nicht. Oh, es ist alle. Oh nein, doch nicht. Ja, man kann sich auch mal täuschen, ne? So, du kommst erstmal hier an den Rand. Oh, ein geiler Baum. Alter, hat der Baum hier erstmal an einem Stamm, auf einer Stammesseite hier zwei Sticky Risen. Cool. Risen. So muss das sein. Risen nenne ich das mal. Sticky Risen. They see me risen. Yeah. So, Hebel. Okay. Und hier ist... Oh, da ist auch noch was dran. Cool. Habe ich sonst noch was an den Baum? Furnace, komm bitte. Wenn da jetzt ein Heat drankommt, dann... Wow. Boah, ich würde so lachen, wenn es auch bei dir gerade hochgehen würde. Nee, ich glaub, ich habe das wirklich richtig geplant. Allerdings kann der LV-Transformer... Ich glaube, der formt das nicht um. Oder sind die hier überhaupt verbunden? Doch, die sind doch, verbunden. Ich meine schon. Aber ich möchte da auch nichts Falsches jetzt sagen, weil ich bin auch nicht da über Pro da drin. Wie man bestimmt auch im Gespräch mit mir raushört. Rotary Macerator ist auch bei 0 RPM. Ich würde am liebsten gerade echt mal ganz locker flockig einfach so in meine Singleplayer-Welt gehen und mir das da anschauen, wie ich das da gelöst habe. Ja, ne, ich habe auch eine Singleplayer-Welt, da teste ich immer vor den Aufnahmen solche Sachen wie hier mit meinem MFS. Ja, ich auch, aber... Muss einfach sein. Und trotzdem geht mir mal so viel kaputt. So, egal. Hast du einen Extractor? Ja. Darf ich den mal benutzen?